Drei Medaillen, dreimal absolut nicht erster Platz geworden. Willkommen, meine Damen und Herren, zu Showday INWA. 16-Jähriger gegen 35-Jährige. Heute ist der Tag gekommen. Heute wird abgerissen. Heute wird geil. Aber bevor wir irgendwas machen, gucken wir uns zuerst mal die Form an, mit der wir auf die Bühne stehen werden. Also, Facet Formcheck. Okay, scheiße, Junge, die Form sieht absolut geisteskrank gut aus. Also ist ja richtig geil. Wirklich ultra happy. Shredded, Fülle da, alles. Bam, let's go. Dieser Formcheck hier gerade wird auch direkt Johannes rübergeschickt. Ich warte dann auf sein Feedback. Also er sagt, was machen, was auch immer. Also was machen, wissen wir jetzt schon. Jetzt gibt es zuerst mal einen Rice Pudding. Ultra Rice Pudding. Na, es ist geil. Sehr schön. Wir alle kennen ihn, wir alle lieben ihn. Jetzt gibt's den Whey Drip. Oh, Alter, so geiler Scheiß. Ihr glaubt mir nicht, wie Bock ich gerade auf diesen Meal habe. Dann haben mich viele Fragen, welcher Design-Away-Geschmack der geilste im Whey Drip ist. Almond Coconut. Ich habe das Ding letztens wieder probiert und es ist so geil. Seitdem habe ich das jedes Mal in meinem Whey Drip. Es ist so ultra nice. Und by the way, mit dem Coach Jamie spart ihr mal maximal auf den Designer Rice Pudding und auch das Designerway, also einfach bei esm.com den Code Jeremy beim Checkout benutzen und ihr spart maximal. Plus ihr unterstützt mich und meine Wettkampfvorbereitung auch mit jeder Bestellung, weil ihr meinen Code benutzt. Aber jetzt wird sie das Zeug reinverleitet. Boah. Und für alle, die jetzt nach einem Tutorial fragen wollt, guckt euch ja mal mein letztes Video an. One Day Out, Full Day of Eating, da habe ich ein Tutorial gemacht. Also wir haben jetzt hier Johannes am Telefon. Ah, der Rücken ist brachial jetzt richtig super. Sind auch leichte Streifen auf die Oberschenkel draußen, ne? Also leicht schimmern die durch. Mhm. Schön, geil. Schönes Ding. Super. Na gut, dann hinlegen, Füße hoch, chillen und hoffen, dass die Form genau so bleibt. Wenn nicht sogar noch besser wird, wird sie auch durch das Pumpen. Ach, genial, super, noch Spaß. Klasse. Ihr habt Johannes gehört, er hat das gleiche Form-Update gekriegt wie ihr. Er hat's geil gefunden. Kann man, glaube ich, so sagen. Jetzt warten wir noch ungefähr eine halbe Stunde, dann geht's zum Wettkampf. Farbe drauf machen, denn wir haben um 8 Uhr unseren ersten Training-Termin, um 9 Uhr unseren zweiten und um 11 Uhr 15 oder so sollten wir das erste Mal auf der Bühne stehen. Wir haben nur ein wirkliches Problem. Ich stehe dreimal auf der Bühne, einmal in der Classic Physik Junior, einmal in der Men's Physik und einmal in der Classic Physik Novice. Ich habe drei Klassen und diese drei Klassen sind nacheinander. Das heißt, ich stehe ungefähr eine Stunde lang durchgehend auf der Bühne und pose. Und das ist anstrengend, ihr könnt mir glauben, ich war nach dem ersten Wettkampf schon komplett tot, also an der WNBF, wo wir gemacht haben, nach einer einzigen Klasse, war ich schon komplett am Arsch. Und ich habe jetzt drei, direkt hintereinander. Also ihr müsst euch vorstellen, ich gehe wirklich auf die Bühne raus, mache so piu, 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 Posing, da gehe ich raus und dann kann ich mir wieder anstellen, so da ist so eine Linie, um wieder reinzulaufen. Es wird heavy. Aber es wird geil und ich hab Bock. Wir sind jetzt hier im Supermarkt angekommen oder so. Oder bei der Bodybuilding Show. Denn die Bodybuilding Show ist über dem Supermarkt. Irgendwie fährt der Lift nicht. Ich sollte vielleicht den Knopf drücken. Fährt er jetzt? Nee, auch nicht. Der Lift fährt irgendwie nicht. Also dieser Lift hier ist irgendwie, der fährt nur nach unten oder so, glaube ich. Aber
Guckt euch das an, hier ist wortwörtlich ein Supermarkt und es sieht schon hier sehr lecker aus. Ich habe irgendwie Bock, mir nach der Show irgendwie einen Apfel oder so zu holen, sage ich euch ganz ehrlich. Und ja, ich habe Lust auf einen Apfel, irgendwie bin ich weird. Auf jeden Fall hoffen wir, dass der Lift jetzt noch rumfährt. Ja, dieser Lift hat einfach gar nicht funktioniert. Es gibt zwar eigentlich 3 Stöcke und gestern habe ich auch mit dem fahren können, aber heute nicht. Wir haben jetzt eine Rolltreppe gefunden, gehen jetzt mit der hoch. Jetzt sind wir leider ein bisschen late fürs Tanning Appointment. 10 Minuten zu spät sind wir. Bisschen scheiße, aber ich hoffe, das ist kein Problem. Hier sieht es doch schon nach Bodybuilding aus. Guck dir das Ganze an. Pro-Tan. Hallo. Für Tanning Appointment. Jeremy, Wiederkehr. Bin ich schon in Heidi. Wir haben heute nicht eine Socke, sondern das Ding hier gekriegt. Hat den gleichen Zweck wie die Socke vom letzten Mal. Ich glaube, ihr könnt euch denken, ja, auf jeden Fall haben wir sogar noch einen Souvenir gekriegt, einen Farbroller. Wir können den benutzen, um unsere Farbe noch zu verbessern, wenn jetzt irgendwelche kleinen Korrekturen gemacht werden müssen oder die Farbe ein bisschen verrutscht oder irgendwas, haben wir einen Roller gekriegt. Cool. Jetzt geht's ins Tanning und ich werde schwarz gemacht. Jo, wir haben es geschafft, wir sind schwarz. Let's go. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier Backstage hingelegt. Bisschen Füße hoch und einfach entspannen. Das ist wichtig vor dem Wettkampf, dass erstens die Füße ein bisschen weiter oben sind, damit das ganze Wasser... Mein Dad hat nicht unbedingt meine Füße zeigen wollen. Dass das ganze Wasser nicht in die Füße reinläuft. Ja, darum die Füße hoch und entspannen einfach, damit der Stresslevel tief ist, damit die Form dann auf der Bühne möglichst gut aussieht. Durch Nervosität tut es eben den ganzen Wasserhaushalt vom Körper schaden. Auf Deutsch gesagt, wir sehen dann einfach schlecht auf der Bühne aus und das wollen wir nicht. Daher entspannen hier. Der ganze Backstage ist ziemlich packed, ziemlich voll. Also guck mal herum. Da sind ziemlich viele Leute, wie ihr seht. Wir haben hier noch einen Platz gekriegt. Ist zwar irgendwie halb im Gang, aber scheißegal, Hauptsache ich kann liegen. Und ja, jetzt heißt es warten, denn wir haben 9 Uhr und um 11.30 Uhr sind wir das erste Mal auf der Bühne. Also jetzt noch ein bisschen chillen, entspannen, warten. An dieser Stelle will ich mich auch nochmal bedanken für den ganzen unglaublichen Support von euch. Die ganzen Kommentare, die ganzen Likes, alles zusammen. Das ist wirklich geisteskrank. Ich probiere alles zu beantworten, auch alle DMs auf Insta. Es sind nur sehr viele. Ich komme nicht ganz nach, aber ich gebe mein Bestes. Jetzt noch mal ein bisschen schwärzer. Wir haben nämlich die zweite Schicht Tan auch noch drauf bekommen. Und jetzt gibt's Reiswaffeln, denn wir stehen ungefähr eine Stunde, Stunde 15 vor der Bühne. Und einfach da noch mal Kohlenhydrate reinzukriegen, gibt es noch mal Reiswaffeln. 10 vor 11, um 15 nach stehen wir auf der Bühne, beziehungsweise es ist der Plan. Wie es schlussendlich sein wird, weiß man nie genau. Es könnte auch sein, dass wir erst um 20 nach oder 25 nach auf der Bühne stehen. Aber das heißt, wir sind ungefähr eine halbe Stunde vor dem Wettkampf. Crankman Pro, rein ins System mit 2 Gramm Salz. Und by the way, Crankman Pro ist mit Abstand der beste Pump-Booster, den ich nicht nur immer vor der Bühne benutze, um halt auf der Bühne einen guten Pump zu haben, sondern auch vor jedem Training ist für mich so ein Ding. Einfach um im Training auch einen guten Pump zu haben. Ist, glaube ich, klar. Ist, glaube ich, logisch. Ist auch meine absolute Empfehlung. Classic Physik, gut, Backstage. Okay, Classic Physik, das sind wir. Crankman Pro rein. Okay, Bruder. Und ab Backstage. Mal kurz hier, das sind die Leute, gegen die wir starten. Denn das sind auch die Classic-Athleten. Und ja, ich bin gespannt. Wir ziehen uns jetzt aus und es geht. Es geht rüber. Oh. Classic Physik Junior. Yes. Ja, okay. Okay, das war den Ball jetzt auch schon mal auf jeden Fall ein, gegen den wir antreten werden. Mein Crankman Pro ist leer, wir legen die Sachen auf die Seite und jetzt geht's ans Pumpen. Thank you.
Drei Medaillen, dreimal absolut nicht erster Platz geworden. Nee, aber ich sage euch ganz ehrlich, das war mir klar, dass ich hier an diesem Wettkampf keine gute Platzierung hole, weil offensichtlich gegen 35-Jährige antreten als 16-Jährige mit 2 Jahren Trainingserfahrung ist nicht die beste Idee, wenn man den ersten Platz holen will. Aber ich habe es nicht deswegen gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich Bock drauf hatte, mich daneben zu stellen, weil ich Bock drauf hatte, noch einen Wettkampf zu machen. Und es hat Spaß gemacht, es war geil. Menschensieg, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich nicht so enjoyed. War nicht so meins, werde ich nicht mehr machen, aber war auch eine Experience. Und jetzt kann ich sagen, ey, ich habe es gemacht. Und ich habe dreimal ein Silber-Ding gekriegt, so Petition-Trophy mäßig, irgend sowas. So, ey, ich habe mitgemacht. Ich habe es vor allem in der letzten Show nochmal gefühlt, also beim letzten Mal rausgehen bei der Classic Physik Norvis Short war das, gegen die 30, 40-Jährigen. Habe ich nochmal gefühlt, ich habe nochmal noch geil gefunden, rausgegangen, alles gegeben. Naja, danach wurde es halt nichts, aber ja, ich weiß nicht, was ich eigentlich sagen will. Ich habe Bock auf meine Designer-Buddies nach dem Wettkampf gibt und die holen wir uns jetzt. Der beste Part, auf das Ding habe ich mich so unglaublich gefreut. Die Designer war es. Aber Alter, was ist mit meinen Händen los? Was haben die mit dem Tan gemacht irgendwie? Das hat beim letzten Mal nicht so ausgesehen. Ich habe so Bock drauf. Peanut Karamell. Dieses Karamell. Das ist besser als der Sieg. Eigentlich absolut nicht. Geh nicht hin, um zu sagen, ey, ja, ich will ja so 28. von 30 werden. Nee, ich will der Erste werden. Aber ich bin im Bewusstsein reingegangen. Ich tritt als 16-Jähriger gegen 35-jährige Athleten an und präsentiere mich da einfach und zeige mich und gucke danach auch im Nachhinein darauf zurück, auf die Stagebilder, auf die ganzen Sachen, um zu sehen, wie ich im Gegensatz aussehe, wie ich aussehen muss, um dort was zu reißen. In mehreren Jahren, nach 2, 3, 4 Jahren Aufbau, wie kann ich dann aussehen? Wir wissen es alle nicht, denn ich trainiere noch nicht mal so lange. Ich trainiere seit 2,5 Jahren, seit ungefähr 1, 1,5 Jahren in einem Gym. Davor habe ich nur zu Hause trainiert. Und ich bin euch ganz ehrlich, für das lässt sich meine Form schon sehen, neben den anderen. Also ich habe besser ausgesehen als gewisse andere, die viel älter sind als ich. Aber auch wirklich schlechter. Also ihr habt es ja gesehen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Von hier an geht es jetzt nur noch nach oben in 2, 3 Jahren. Ich will gar nicht wissen, wie wir aussehen. Doch, ich will wissen, wie wir aussehen. Und es wird geisteskrank sein. Aber bevor wir wissen, wie wir dann aussehen in 2, 3 Jahren nach einem geilen Aufbau, geht es zuerst noch an die SNBF, an die Schweizer Meisterschaft. Dort haben wir bessere Chancen, denn das Alterslimit dort ist 19. Das heißt, es sind immer noch 3 Jahre mehr und Leute mit über doppelt so viel Training wie ich. Aber wenigstens sind die nicht 30. Ja, das gibt's denn in einer Woche, denn wir stehen heute schon wieder 7 Tage out vom nächsten Wettkampf. Mein dickes Danke an meinen Papa. Danke vielmals, dass du mitgekommen bist. Jetzt hier nach, ich vergesse immer, ist es Bulgarien, Budapest, Ungarn, genau Ungarn. Mein Papa ist ein bisschen schlauer als ich. Dass du mitgekommen bist nach Ungarn, für mich das Ganze gefilmt ist und alles, das ist wirklich ultra krass, der Support. Ich leg sogar meine Designerbar für dich weg und ich habe dir einfach Danke sagen wollen. Bitte. Und jetzt gönne ich mir meine Designerbar und dann geht's mit meinem Papa ein fettes Steak. Post-Show-Meal essen. Ich brauche irgendein Riesensteak, einfach Fettfleisch. Wir sind jetzt beim Post-Show-Meal im Steakhouse und die Vorspeise haben wir hier schon. Das ist Tartar. Es ist richtig geil schon. Das schmeckt schon unglaublich, unglaublich gut. Und vor allem, wir dürfen sogar so viel Salz nehmen, wie wir wollen. Ich muss ja eigentlich immer mein Salz tracken, komplett aufs Gramm genau und darf nicht zu viel Salz nehmen. Und ich darf hier einfach zusätzlich Salz und alles. Es ist so toll. Ja, ist so lecker. Und ihr glaubt nicht, was ich mir bestellt habe. Ihr glaubt mir nicht, was ich mir bestellt habe als Meal. Nennt 1,15 Kilogramm T-Bone Steak. Das Ding ist riesig. Ich hoffe, das passt auf den Tisch. Ich freue mich so unglaublich drauf, auf dieses Essen. Das ist ehrliche Freude aus meinem Herzen. Sie kommt von hier. Für Fleisch. Für Fleisch. Und zum Fleisch ist besser als jedes andere. Post-Show-Meal, irgendwie Burger, Pizza, scheiß auf alles. Das hier. Bäm, wie geil. Alter. Das ist alles meins. Ich darf das gleich essen.